Hallo Johannes. Hallo Claudia, was ist unser Tipp heute? Heute lautet unser Tipp: How to reduce social distancing. Und das braucht natürlich einen kleinen Smiley da dran. Wie soll das funktionieren? Wie machen wir das? Naja, kannst du dich noch erinnern an unsere Präsenztrainings, was wir früher ganz oft als Vorstellungsmethode gemacht haben im Raum? Da sollte auch jeder was über sich sagen, damit man sich besser kennenlernt und der erste Eisbrecher sozusagen schon mal im Training drin war. So, und was haben wir gemacht? Wir haben uns einfach Kärtchen geschrieben und irgendwas über uns aufgeschrieben. Und du siehst, was ich da geschrieben habe. Finde ich übrigens schon richtig gut, was du da hast. Ja. Ja, also einen Gesprächseinstieg hätten wir schon mal. Was wäre denn deiner? Genau, also ich würde mir hier Thema, was mich permanent umtreibt, das würde ich mir zum Beispiel ans Revier heften. Okay, laufen. Kann ich nicht so viel dazu sagen, aber auch dazu würde ich was finden. Also, worum geht's? Wir wollen in unserer virtuellen Kaffeeküche ein bisschen miteinander in Kontakt bleiben, in den Zeiten, in denen wir alle im Homeoffice sitzen und alle alleine sind. Und warst du da eigentlich schon mal, Johannes, in unserer virtuellen Kaffeeküche? Ja, war ich irgendwie zweimal jetzt, aber ich bin dann bald wieder raus, weil irgendwie die Gespräche, das war dann Fortführung der Arbeitsthemen und da, ich brauche wirklich irgendwie was anderes. Siehst du, und so ähnlich ging es mir auch. Und deshalb jetzt diese Sache. Wenn wir etwas von uns wissen, worüber wir reden können, außerhalb der Arbeit, dann gibt es vielleicht eine Chance, erstens uns ein kleines bisschen besser sogar kennenzulernen, wo wir jetzt alle im Homeoffice sitzen, und zweitens nette Gesprächsaufhänger zu haben, die jetzt eben vielleicht nicht der letzte Kinofilm oder das letzte Theaterstück sind oder der letzte Marathon, den man gelaufen ist. Und insofern ist das vielleicht diese alte, schöne Methode aus dem analogen Training gar nicht so eine ganz schlechte Idee. Aber natürlich gibt es auch was ganz Tolles, Modernes als Entsprechung. Und das heißt. Genau. 10 Things About Myself, 10 Fakten über mich. Das sind unsere, die wir mal aufgeschrieben haben. Du erinnerst dich, wir haben das ja neulich auch mit den Kolleginnen in der Session gemacht, wo jeder mal seine 10 Fakten über sich aufgeschrieben hat. Ich finde es bei dir Absolut. total spannend. Ich sehe hier Urlaub in Südafrika. Mit Südafrika verbindet mich auch einiges. Lass uns darüber mal reden. Machen wir in der nächsten Pause. Und in der übernächsten habe ich irgendwas über Kassel gelesen, Johannes. Dann haben wir schon ein zweites Thema für die Kaffeepause danach. Also, das ist unser Tipp für euch. Vielleicht schafft ihr mit 10 Things About Myself, entweder auf dem schönen alten Blatt Papier oder in dem Teams-Kanal für die virtuelle Kaffeepause oder was auch immer euer Tool der Wahl ist, euch ein paar kleine Hinweise zu geben. Was sind Themen, über die man mit euch reden kann? Worüber kann man mit euch in Kontakt kommen? Und ich verspreche euch, dass das garantiert unterhaltsam wird. Und Johannes, wir beide probieren es definitiv in der nächsten Kaffeepause aus. Wir werden die Social Distance reduzieren, aber Keep up. andersrum. Tja, da müssen wir noch üben. Keep up physical distancing. So wird ein Schuh draus. Johannes, vielen Dank. Ich freue mich auf die nächste virtuelle Kaffeepause mit dir und mit allen anderen. Dank dir, Claudia. Macht's gut, bleib neugierig. Ja, bleib neugierig. Tschüss aus Berlin.